Das letzte Mal haben wir sie euch nur gezeigt, diesmal probieren wir sie auch. Unsere Schwarzwald-Tour Teil 2. Das letzte Mal habt ihr gesehen, wo wir diese Gins her haben. Heute machen wir gar nicht lange drum rum. Wir fangen an und probieren die Dinge. Oh ja. Womit geht's los? Mit dem Zweimann-Gin. Das war unser erster Stopp beim Weingutendestillerie Weber, die mit den Walnüssen. Walnuss ist auch eins der Botanicals im Gin. Dazu noch Basilikum. Ich freue mich schon total. Und deshalb mache ich den jetzt auf. Oh yeah. Das ist er. Riecht gut? Riecht gut, ja. Es riecht sehr würzig. Nach dunkler Orange. Gibt es dunkle Orange? Blutorange. Ja, es riecht nach Blutorange. Und ich finde, es riecht ein bisschen nach Laub, Herbstlaub. Die würzige Note würde ich unterschreiben. Das ist so kräutrig. Es hat was von Baum und Wald. Und probieren wir mal. Ja. Der schmeckt ziemlich gut. Ob ich jetzt Walnuss rausgeschmeckt hätte, wenn ich es nicht gewusst hätte, weiß ich nicht. Also vielleicht nicht richtig nach der Walnuss selbst, sondern nach dem, so wie man sich das Grüne um die Walnuss herum vorstellt, wie das riecht, wenn es halt abgefallen ist und dann langsam anfängt, faul zu werden. Und so dann, braun zu werden, genau. So riecht es, genau. Es ist nicht direkt Walnussgeschmack, es ist diese Walnussschale. Er hat übrigens 45% Alkohol, ist also heute der stärkste. Für den Alkoholgehalt finde ich den auf jeden Fall sehr mild. Macht richtig Spaß. Ist ein qualitativ sehr hochwertiges Produkt und macht Spaß zu trinken. Ja, wirklich sehr gut. Der nächste Gin ist der Gengenbacher Dry Distilled Gin. Genau, von Ambrusters Hofledele. Die Flasche haben wir vor allem genommen, weil es so schön ist. Eine Parfümflasche. Ich mach's mal auf. Also auf jeden Fall ein total hübscher Verschluss hier. Glas. Echt, ist das Glas? Krass. Schick. Der riecht ganz anders. Der geht jetzt ein bisschen in die obstische Note. Oh. Riecht nicht wie ein Obstler. Keine Sorge. Er hat was ziemlich Fruchtiges. Oh, der riecht fein. Stark nach Zitrone und Orange. Aber auch was Würziges, ja. Der hat übrigens 44%. So ein bisschen Oregano oder sowas im Hintergrund. Und ein bisschen harzig, finde ich, riecht er. Wie so Fichtenharz oder so. Der schmeckt ziemlich süß, das Ganze. Es hat was Harziges und was Honigmäßiges. Das ist wahnsinnig gut. Das ist überraschend saulecker. Da ist so viel mit drin. Da ist auf jeden Fall sind da Zitrusfrüchte, einige mit drin. Und viele Kräuter. Koriander. Kardamom. Vielleicht ein Hauch, ja doch, ist drin. Also der Gin überrascht mich volle Lotte sozusagen. Der ist echt verdammt gut. Ja, den würde ich auf jeden Fall nochmal kaufen, wenn wir dort in Gengenbach sind. Jetzt wird's wild, denn wir haben mitgebracht den Wild-Gin. 30 Euro die Flasche, 0,5 Liter, 42 Volumenprozent. In dieser, wir haben es letzte Mal Piratenaufmachung gesagt, ja, es ist ziemlich krass, aber wir haben halt festgestellt, es ist auch sehr Schwarzwald verbunden. Mhm. Das hat hier diese Kiefernzapfen oder Tannenzapfen von einer Kuckucksuhr. Zu Uhren, ja, genau. Es hat hier einen Gockel, so einen Hahn anscheinend. Und dann ist hier hinten irgendwie noch so wie so eine Goldplakette drauf. Ja, die hält dann diese Kordel da. Und der Korken selbst hat nochmal diesen Gockel da mit drauf. Der Korken, das habe ich daneben schon gesehen. Das finde ich richtig cool. Da steht wildspirits.de drauf. Auf dem Korken. Auf dem Korken, das ist total gut. Machen wir mal auf. Aber dieser Gockel da drauf, der ist hammercool. Wie gesagt, 42%, aber ein bisschen alkoholscharf riecht er schon. Mehr als jetzt die anderen beiden. Mhm. Ansonsten finde ich den relativ klassisch Wacholderbetont mit einer Zitrusnote. Gras, Heu, kann das sein? Streuobstwiese. Es riecht tatsächlich nach Heu und Gras und zwar wie so eine Wiese, auf der dann schon so Äpfel drauf liegen, die dann schon so leicht gärig werden. Also ich finde, der schmeckt sehr nach Pfeffer und nach Wacholder. Sehr klassisch. Pfeffer ist ganz schön betont, ja. Kein schlechter Gin.
Nee, der ist gut. Aber jetzt so wild ist, wie er gern wäre. Das ist ein sehr guter klassischer Gin mit einer schönen Pfeffernote. Wacholder kommt gut raus. Schmeckt gut. Richtig klasse, ja. Es ist schade, wenn man keine Niete mit dabei hat. Bennica-Gin. Da sind 5 Botanicals drin. Das ist eine hübsche Flasche. Das ist gar keine Glasflasche, sondern so eine Tonflasche. Aha. Nur 5 Botanicals. Man kann ja sagen, runter reduziert aufs Nötigste. Welche sind das? Sie stehen sogar drauf. Es sind Mandarine, Wacholder, Zitronengras, Kardamom und Kamille. Kamille? Kamille ist Hashtag anders. Ja, jedes Botanical hat hier so ein Hashtag bekommen. Und genau, neugierig, echt, entschlossen, kraftvoll und anders. Die Anfangsbuchstaben ergeben eben Neka. Der hat mit Abstand am meisten gekostet. Und hat am wenigsten Prozent. Der hat nur 40%. Mhm. Das Logo ist eigentlich ein Sechseck. Das macht keinen Sinn mit der 5. Eigentlich müsste ein Pentagon sein. Finde ich jetzt ein bisschen schade. Ich habe jetzt einfach probiert. Gerochen, geschmeckt, Mandarine, total. Oh, total. Die Mandarine ist so da. Das ist ziemlich gefällig. Also es schmeckt gut. Und es riecht tatsächlich ein bisschen nach Kamilletee. Man kann wirklich... im Abgang kommt der Kardamom. Das Tolle ist, bei 5 Botanicals, man kann alle 5 einzeln rausschmecken. Tatsache. Man kann sich auf alle 5 konzentrieren. Wenn man will, schmeckt man den Wacholder. Wenn man will, schmeckt man die Mandarine, beziehungsweise da hat man gar keine Wahl. Die Kamille kann man rausschmecken. Ja. Der Kardamom kommt wirklich sehr spät. Dann. Kommt ja im Abgang, ne? Obwohl die Kamille so irgendwie so sanft ist, die schmeckt man trotzdem noch. Die anderen überlagern das nicht. Das finde ich richtig toll. Als Tonic nehmen wir übrigens das Schwarzwaldsprudel Tonic Water. Hier wunderschöne Gin Tonics. Wir fangen wieder an mit dem Zweimann. Dieses Schwarzwaldsprudel Tonic Water macht, glaube ich, so einen eigenen Geruch, der so ein bisschen nach Traubenzucker riecht. Die Walnuss und der Wacholder ist alles ziemlich zurückgenommen. Ich glaube, das Tonic Water ist ziemlich dominant. Hm. Und es schmeckt auch ziemlich nach Traubenzucker. Schmeckt volle Lotte nach Traubenzucker. Das Tonic ist zu stark, ja. Tonic ist zu dominant. Jetzt ist es zu spät, jetzt haben wir die Tonics schon gemischt. Mal gucken, ob es weitergeht mit dem dominanten Schwarzwaldsprudel-Tonic. Ich hatte das so dominant überhaupt nicht in Erinnerung. Ich hatte das auch anders im Kopf. Oh, der riecht auf jeden Fall ganz anders. Die Kardamom-Note, die ist die dominanteste. Hier setzt sich der Kardamom ganz deutlich durch. Oh ja. Es ist säuerlich, es zieht einem hier sogar in dem Mundbereich was zusammen, aber trotzdem ist es immer noch süß, so wie süß-sauer eigentlich. Ja, das ist spannend in dem Sinne, dass es zwischen süß und sauer eine gute Balance trifft. Das ist ziemlich gut, es funktioniert sehr gut zusammen. Schmeckt mir auch wirklich gut. Kommen wir mal zum Wild-Gin. Der Pfeffer schmeckt mir sehr deutlich raus. Also hier spürt mir jetzt nichts mehr von diesem Tonic Water, was so ein bisschen traubenzuckermäßig ist. Man riecht sogar die Pfeffernote raus. Mhm. Ja, der weiße Pfeffer kämpft auf jeden Fall sehr gegen das Tonic an und er gewinnt, aber nur um ein Haar. Ist auch eine gute Mischung. Und der Neka. Neka. Wonach riecht er? Traubenzucker. Riecht der Hashtag anders? Die Mandarine ist auf jeden Fall immer noch total dominant. Jetzt mit Tonic Water hat es sowas wie von Fanta. Absolut. Das ist eine Orangenlimo geworden. Ja. Die Mandarine im Neka und das Schwarzwaldsprudel, das schmeckt echt, das ist eine gefährliche Fanta. Ja. Fassen wir das Ganze mal zusammen. Wir haben wirklich 4 ganz hervorragende und verschiedene Gins gekauft im Schwarzwald. Und ich finde, man kann die alle pur sehr gut trinken. Ganz besonders überrascht war ich hier von dem Gengenbacher Gin, weil der so honigsüß war und so vollmundig auch im Mund. Der war einfach richtig, richtig lecker. An zweiter Stelle pur für mich der Neka Gin, weil man hier wirklich alle 5 Botanicals ganz exakt rausschmecken konnte. Und auf Platz 3 für mich ist der Zweimann Gin. Der hatte einfach auch so eine Fülle an Aromen im Mund. Ganz toll. Aber dieses bisschen, dieses Frische hat mir gefehlt. Also das ist jetzt die pure Wertung? Ja.
das war für mich, ist meine persönliche pure Wertung. Das hier ist für mich Platz 1. Der hat mich am allermeisten überrascht. Ganz komisch, aus einem kleinen Hoflädchen. Immerhin konnten wir dort mit Karte bezahlen, sonst hätten wir den jetzt gar nicht gehabt. An zweiter Stelle ist für mich der Zweimann. Weil ich dem Neka einen Punkt quasi abziehe, weil er so ein hippes Hashtag Instagram-Lifestyle-Ding ist. Und das hier ist authentischer einfach. Und ich will jetzt auch gar nicht böse sein dem Wild-Gin gegenüber, aber er ist nun mal jetzt auf Platz 4, aber dafür ist er, der ist trotzdem nicht schlecht. Es gibt eigentlich in dem Tasting gar keinen Verlierer. Die sind alle sehr, sehr gut. Und das ist eigentlich ziemlich genial. Es sind auch alle total unterschiedlich. Ja. Am allergefälligsten für ein Massenpublikum ist wahrscheinlich der Neka, aber er ist auch am teuersten, deshalb weiß ich nicht, ob ich den unbedingt weiterempfehlen könnte. Ich würde sagen, wenn ihr in der Nähe seid, in Gengenbach, dann holt euch einfach mal den. Ihr macht nichts verkehrt. Mhm. Das ist ziemlich cool. Als Gin Tonic. Schwierig. Mit dem Schwarzwaldsprudel Tonic auf gar keinen Fall. Das Tonic macht den Gin komplett zunichte. Das macht keinen Spaß. Schmeckt nur noch nach Traubenzucker. Und das hat der Gin nicht verdient. Das hier hat sehr gut funktioniert mit dem Schwarzwald Tonic. Und ich fand auch das hier jetzt als Gin Tonic, weil er so klassisch ist, ja, fand ich hervorragend gut. Der ist auf jeden Fall mit dem Schwarzwaldsprudel Tonic heute auf 1 oder 2 in diesem Gin Tonic Tasting. Mhm. Und der Neka ist viel zu gefährlich mit dem Schwarzwaldsprudel. Das schmeckt nach Fanta, das schmeckt überhaupt nicht mehr nach Alkohol. Das ist gefährlich. Ja, das ist gefährlich, da gebe ich dir recht, ja. Ja, jetzt haben wir sie getestet. Jetzt haben wir sie getrunken als Gin und als Gin Tonic. Und wir sind sehr zufrieden. Wir bereuen nicht einen einzigen Kauf. Alles wunderbare Gins. Wer sie noch nicht kennt, kann sie gerne mal probieren. Es gibt so viel mehr noch im Schwarzwald. Das ist unglaublich. Ja, und ich freue mich schon, wenn wir das nächste Mal wieder runterfahren können in den Schwarzwald. Wann auch immer das sein wird. Mal gucken, was wir da so mitbringen. Und wenn ihr jetzt noch Empfehlungen habt, was wir auf gar keinen Fall verpassen dürfen, dann schreibt uns das in die Kommentare. Dann nehmen wir das auf jeden Fall mit in unsere Reiseplanung auf. Ansonsten den Abonnieren-Button drücken und liken, und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ja, ciao. Macht's gut. Ich schwitze. Es ist 11 Uhr, aber wir haben 29 Grad. Trinke Fanta, sei bewusst.